Okay, wir haben uns im vorherigen Video, das ich verlinke, angeschaut, was ist Gentis, also Data Capture Plattform, und vielleicht so ein bisschen den Unterschied zu einem Tag Manager aufgearbeitet und grundsätzlich hergezeigt, wie Gentis aussieht. Und jetzt, da basteln wir alle diese Informationen zusammen zu einem funktionsfähigen GA4 serverseitigen Tracking Setup. Los, Matthias! Sehr schön. Ja, das Wichtigste oder das Erste, was wir machen müssen, wir müssen Gentis überhaupt einmal mitteilen, auf welcher Website wir tracken wollen, was wir tracken wollen. Deswegen starten wir einmal mit meinem Bildschirm. Dann sind wir hier wieder, so wie wir es im vorigen Video gezeigt haben, in der Gentis Konfiguration, der Backend-Oberfläche. Ich nenne es immer noch Tag Manager, obwohl es jetzt mehr ist als ein Tag Manager. In der Aber das TCP. Erste, was wir machen, ist, bitte? In der TCP. Ja, in der Data Capture Plattform. Das Erste, was wir machen, wir gehen in den Settings zu den Containern. Und ein Container ist im Prinzip eine Website, eine Domain, die man hinzufügt, auf der man tracken will. Dann sage ich rechts oben ein neuer Container. Und dann gibt es hier so einen schönen tollen Assistenten, wo ich sagen kann, auf welcher Domain möchte ich denn eigentlich tracken. Und da gehen wir mal ein in die Analytics-Kiste. Die Preview-Domain ist dasselbe und der Container-Name ist Analytics-Kiste. Das heißt, vielleicht um das kurz zusammenzufassen, es gibt ein, also für das Tracking Setup oder für das Container Setup gibt es jetzt da so einen Setup-Assistent, der uns führt durch die Domain, durch das Tracking Setup, die DNS-Settings, da musst du dann noch was dazu sagen, eine Consent-Bar, also wahrscheinlich den Cookie-Banner, eine Summary und dann ist der Container erstellt. Genau, richtig, ja. Da hat man hier links eine schöne Übersicht, wo die verschiedenen Steps sind. Man wird ja auch schön durchgeleitet und deswegen starten wir einfach mit 1, dann klicken wir mal auf Weiter. Und dann ist das nächste, was man schon bekommt, ist der Tracking Code. Es ist ja so wie beim Google Tag Manager auch, gibt ja auch diesen Basis-Tracking Code, den man auf der Website einbinden muss und das ähnlich oder dasselbe, das ähnliche gibt es bei Gentis auch. Weil irgendwie muss ja Gentis auf der Website, auf der eigenen Website ausgeführt werden und irgendwie die Verbindung herstellen können, damit überhaupt Daten gesammelt werden können. Und dazu wird dann für die eigene Domain dieser Tracking Code hier generiert. Da stehen jetzt ganz viele Dinge drinnen. Hier unten sieht man dann nochmal, es ist jetzt für analytics-kiste.blog, das ist die Website, auf der wir das einbauen. Und den kann man einfach mit dem Knopf rechts oben auf Copy, kann man den einmal kopieren und dann auf der eigenen Website einfügen. Einfügen bedeutet, dass entweder ein Entwickler das auf der Webseite im Header von der Webseite einfügen muss, oder man hat bei WordPress oft auch diese Plugins, diese Custom Code Plugins, wo man halt eigenen Code hinzufügen kann. Dann kann man das dort einfügen auf die Website. Oder es gibt sogar von Gentis für einige Systeme mittlerweile eigene Plugins. Ich glaube, für WordPress gibt es sogar ein eigenes Plugin, das direkt von Gentis kommt. Dort muss man den Code dann nicht einfügen, sondern nur noch die Felder ausfüllen für diese Tracking-Subdomain. Und dann muss dieser Code auf allen Seiten der Website, also im besten im Header, immer geladen werden, damit halt das Gentis-Tracking auf der gesamten Website aktiv sein kann. Also eigentlich ähnlich wie beim Tracking mit dem Google Tag Manager. Genau, richtig, ja. Es gibt hier jetzt noch die Möglichkeit umzuschalten zwischen Live und Stage. Also wenn man einen Testserver hat, dann kann man hier umschalten auf Stage und kann diesen Code, da ändert sich hier unten das Environment, die eine Variable, dann kann man das dort auch verwenden und dann kann man beim Tracking selbst unterscheiden, ist das jetzt ein Live-System oder ein Testsystem und tut sich da leichter, wenn man neue Änderungen testen möchte. Also dann auch den Datenfluss in eine GA4-Property Test, eine GA4-Property Live oder einfach nur damit der Nein, das Container nicht, dann sondern im... einfach nur, also man kann jetzt dann nicht beim Tracking selbst unterscheiden, ob das jetzt ein Live- oder Testsystem ist, aber man hat die Möglichkeit, dass man in der Preview In überhaupt die Test anders, umschaltet. woanders testet, auf einer Ja. anderen Domain testet. Okay. Ja. Perfekt, wir wollen aber in der Live testen. Genau, ja, wir bleiben bei Live, das ist am einfachsten. Hier gibt es noch zusätzliche Infos für Single-Page-Applications, aber das überspringen wir jetzt mal. Stopp, du hast aber noch auf Stage. Das ist egal.
Das ist hier nur die Anzeige. Ich kann einmal den kopieren, dann kann ich nachher den kopieren. Aber ich muss hier nichts einstellen, es ist automatisch immer beides aktiv. Na, ist ja eine gute Frage. Dann klicken wir auf Weiter. Und dann kommen wir zum quasi zweitwichtigsten Teil von diesem Setup. Man muss eine Tracking-Domain anlegen. Das ist ja einer der Hauptvorteile vom Server-Side-Tracking, also auch derselbe Vorteil wie beim Google Tag Manager, Server-Side Google Tag Manager. Man hat eine eigene Tracking-Domain, die eine Subdomain von der Website ist. Also die Website ist ja eigentlich www.analyticskiste.blog und die Tracking-Domain ist eine Subdomain davon. Hier ist jetzt zum Beispiel ein Wert generiert von LBS55V. Das ist ja irgendwann ein Random-Wert. Und damit ist aber sichergestellt, dass das Tracking im First-Party-Kontext passiert. Das heißt, der Browser sieht dann, okay, das ist jetzt keine Tracking-Domain von Google oder von Facebook oder so, sondern es ist der eigene Server, die eigene Tracking-Domain. Und deswegen bietet es die Möglichkeit, serverseitig First-Party-Cookies zu setzen. Das heißt, für diese Intelligent Tracking Prevention zum Beispiel von den Safari- und Firefox-Browsern, kann man hier die Cookie-Laufzeit erhöhen, durch dass das First-Party-Cookie vom Server ausgesetzt wird. Und das funktioniert eben nur, wenn der Server, der Tracking-Server auf einer First-Party-Domain, also auf derselben Domain wie die Website läuft. Und wenn ich jetzt da eine andere Subdomain noch hätte, zum Beispiel jetzt Shop-Analyticskiste.blog oder Blog-Analyticskiste.blog, also das sind ja die klassischen Subdomains, die es gibt, brauche ich dann für die Subdomains auch eine eigene Tracking-Domain, weil du gesagt hast, Ja, also grundsätzlich könnte man das natürlich extra machen, wenn man jetzt in Gentis einen zusätzlichen Container erstellen will, weil das eine komplett andere Unterseite ist. In der Regel braucht man das aber nicht, weil es reicht. Also der First-Party-Kontext ist dann gegeben, solange die Domain plus Top-Level-Domain, also in dem Fall analyticskiste.blog, dasselbe ist. Ob da jetzt noch 5 Ebenen Subdomains darunter sind, ist dann egal, weil das Cookie wird immer auf der höchsten Ebene, also auf dem letzten Teil der URL, auf analyticskiste.blog, dort gesetzt und kann auch von Subdomains verwendet werden. Das heißt, das ist in der Regel, macht man das nicht, sondern verwendet denselben Container mit derselben Tracking-Domain auch für die ja, Subdomains. das macht doch Sinn und vereinfacht ja auch das Setup, ne? Genau, richtig, ja. Perfekt. Genau, damit diese Tracking-Subdomain funktioniert, ist es wichtig, dass man bei seinem Domain-Registrar oder Hosting-Anbieter, dort wo man die Domain gekauft hat, eben diese Subdomain hinzufügt und für diese einen A-Record mit dieser IP-Adresse anlegt. Die IP-Adresse kann von, ich glaube, die kann sogar unterschiedlich sein zwischen den verschiedenen Gentis-Kunden. Es kommt darauf an, auf welchem Server man ist. Die wird hier angezeigt. In unserem Fall ist halt jetzt halt da 211 am Ende. Und damit werden dann die Daten über die Tracking-Subdomain direkt an den Tracking-Server von Gentis geleitet. Das ist die Verbindung quasi. Genau, und dasselbe Ding, also die Tracking-Subdomain gibt es ja auch im Google-Kontext, also auch für serverseitige Tracking brauche ich eine eigene Tracking-Subdomain. Und da gibt uns aber Google ja diese IP-Adressen vor, die wir dann hinterlegen müssen. Und das ist dann auch nicht mehr ein A-Record, sondern gleich 4 A-Records wegen Backup und Ausfallsicherheit und so weiter. Warum hat Gentis das jetzt nicht? Warum gibt es hier nur einen A-Record? Ja, weil das grundsätzlich in einem normalen System, in normalen Hosting nicht notwendig ist, weil mit einer IP-Adresse kannst du ein Gerät oder halt eine Cloud, wenn man so will, im Rechenzentrum ansteuern und dann kommen die Daten dorthin. Die IP-Adresse selbst verschwindet ja nicht, die gibt immer, die funktioniert immer, ist nur das Ding, welcher Server steht dahinter, ob der funktioniert. Das stellt natürlich Gentis sicher, dass es immer funktioniert. Aber bei Google ist es ein wenig anders, weil die haben halt so eine riesige Cloud, dass die halt dann noch 5 Firewalls und Load Balancer und was sie was für Services und Server, physische Geräte dazwischen hängen haben, dass sie sagen, ja, konfiguriere lieber mehrere IP-Adressen und wir kümmern uns darum, dass immer eine davon ganz sicher funktioniert. Okay. Weil bei Google es sein könnte, dass die da irgendwas Wildes noch herumdrehen. Es ist halt so eine große Cloud, so viele verschiedene Services, dass die. Du hast ja auch bei Google immer dieselbe IP-Adresse, egal welchen Server du auswählst. Wenn du einen Serverstandort USA, Serverstandort EU, Serverstandort Japan auswählst, du bekommst immer dieselbe IP-Adresse
Und Google kümmert sich darum, dass das halt richtig geroutet und zugeordnet wird, damit das irgendwo auf der Welt zu deinem Service kommt, wo jetzt dein Server-Side-GTM läuft. Und deswegen habt ihr halt mehrere Adressen, damit das halt zuverlässig funktioniert. Im Falle von Gentis ist das nicht notwendig. Okay, perfekt. Hauptsache, Sie stellen halt sicher, dass immer die Daten einfließen. Genau. Gut. Wenn wir das haben, wenn das angelegt ist, kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis die Subdomain funktioniert. Das liegt halt daran, dass im DNS-System die IP-Adresse überhaupt einmal allen anderen bekannt gemacht werden muss, quasi allen anderen Servern. Das heißt, das kann ein wenig dauern, bis das funktioniert. Wenn das dann funktioniert, wenn die Domain eingerichtet ist, dann erstellt Gentis im Hintergrund automatisch auch ein SSL-Zertifikat dafür. Das heißt, die Verbindung ist dann über HTTPS verschlüsselt. Mittlerweile Standard, aber das passiert dann im Nachgang automatisch, sobald die Domain erstellt ist. Und dann haben wir die Domain mit der IP-Adresse, die quasi die Verbindung zum Gentis-Server ist. Und wenn der Tracking-Code auf der Website installiert ist, der wiederum die IP, die Tracking-Domain verwendet, dann haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen, damit Daten von der Website überhaupt mal zu Gentis kommen. Und im nächsten Schritt geht es aber dann nicht nur darum, dass überhaupt Daten kommen, sondern dürfen wir überhaupt Daten sammeln, sprich Content Management. Und dann können wir hier auswählen, welches Content Management System auf der Website verbaut ist. Da gibt es halt, ich glaube, 16 verschiedene sind es aktuell, aber es kommen laufend welche dazu. Also es ist ganz sicher jedes System, das es irgendwo gibt, hier auch verfügbar, beziehungsweise wird es laufend von Gentis hinzugefügt. Ich nehme jetzt mal das erste UserCentrics, weil das sehr populär ist. Und dann sagen wir weiter. Dann sehen wir nochmal eine Übersicht, was wir jetzt konfiguriert haben. Hier steht halt der Containername analyticsystem.blog mit der Domain. Hier steht jetzt der Status vom Tracking-Code. Das heißt, wir haben den Tracking-Code auf der Website noch nicht eingebaut, deswegen ist der Status noch auf Pending. Sobald der Tracking-Code dann wirklich auf der Website eingebaut ist, dann schalte ich das um auf Grün und dann passt das auch. Genauso auch bei den DNS-Settings. Wenn die Tracking-Subdomain erfolgreich eingerichtet wurde, dann prüft das Gentis automatisch und springt das da um auf Grün und dann zeige ich mal Create Container. Aber ich kann den Container erstellen, auch wenn das jetzt erst passiert im Nachgang, oder? Genau, man kann das mal konfigurieren, man kann den Container erstellen. Wenn jetzt zum Beispiel den Tracking-Code einbauen oder die Tracking-Subdomain anlegen, als ein Techniker macht oder die IT in der Firma macht, dann kann man einfach diesen Prozess mal durchlaufen, kann sich diesen Tracking-Code rauskopieren, kann sich die IP-Adresse rauskopieren und kann den Container hier mal fertigstellen. Dann ist mal alles konfiguriert. Und wenn ich dann wieder in die Übersicht gehe, dann sehe ich halt hier, es ist halt jetzt noch auf Pending. Und sobald die Techniker, sobald die IT das dann eingebaut hat, springt das irgendwann dann auf Grün um. Perfekt. Dann funktioniert es. Selbst wenn das jetzt Tage oder Wochen dauern sollte, weil die IT das noch nicht eingebaut hat oder weil irgendeine andere Gründe das nicht funktionieren sollte, einfach schon mal anlegen und dann kann man hier nachher kontrollieren, ob es erfolgreich angepasst wurde. Gut, jetzt haben wir die grundsätzliche Verbindung. Also angenommen, wir bauen jetzt der Tracking-Code ist jetzt eingebaut auf der Website und wir haben auch die DNS-Settings alles korrekt hinterlegt. Dann ist das nächste, was wir machen, wir erstellen ein Tool. Dann gibt es hier auf jeder Seite bei Gentis rechts oben den Container, links oben den Containerfilter und dort kann ich den Container auswählen, den ich gerade angelegt habe. Im Normalfall gibt es jetzt vielleicht nur einen Container, wir haben jetzt halt schon viele andere Testcontainer, beziehungsweise von der Analytics-Kiste hätten wir auch schon einen. Wir nehmen jetzt aber den wir gerade angelegt haben, analytics-kiste.blog. Dann gibt es hier noch keine Tools, die konfiguriert sind, da ist einfach noch nichts da. Kann ich rechts oben ein neues Tool hinzufügen. Und hier haben wir wieder so einen Setup-Assistenten, der, wie wir hier links sehen, uns durchführt, welche Schritte wir machen müssen. Wir müssen das Tool auswählen, wir müssen den Container auswählen, wir müssen das Tool konfigurieren. Und das machen wir jetzt mal an dem Beispiel von Google Analytics 4. Da gibt es nämlich hier das Tool Google Analytics 4 Server-Side. Klicke ich mal auf Next. Und dann kann ich auswählen, für welchen Container will ich das nutzen. Ich habe den Container, den wir gerade angelegt haben, analyticskiste.blog. Ich kann aber auch sagen, dieses Tool, was ich gerade anlege, also in unserem Fall Google Analytics 4, möchte ich für mehrere Container benutzen. Also jetzt haben wir ja zuerst gesprochen, wir brauchen eine Tracking-Subdomain pro Domain.
Und wenn ich mehrere Subdomains habe, kann ich dieselbe Tracking-Domain dafür verwenden. Wenn ich jetzt aber zwei unterschiedliche Domains habe, angenommen, es gibt jetzt eine Firmenwebsite.com und dann gibt es noch eine Firmenblog.blog, dann sind das ja zwei komplett verschiedene Domains, zwei komplett verschiedene Websites, dann muss ich einen zweiten Container anlegen und eine zweite Tracking-Domain, zweite Tracking-Subdomain dafür verwenden. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass ich beides in dieselbe GA4-Property tracken möchte. Und dann kann ich hier sagen, ich erstelle jetzt ein einziges Tool, ein GA4-Tool, und möchte das für beide Websites tracken, für beide Container. Das heißt, ich wähle hier dann zwei Container aus und dann ist dieses Tool für die eine Website und für die andere Website aktiv. Und alle Tags und alle Einstellungen, die ich jetzt dann nachfolgend machen werde, gelten dann immer für beide Websites. Okay, und sind dann auch in beiden Containern parallel drinnen? Oder? Genau, richtig, ja. Das ist fein. Okay. Das ist cool, aber wir wollen jetzt eigentlich eh nur auf einer Domain. Genau, wir machen das alles einfacher und so weiter. Perfekt. Das nächste ist, man muss dieses Tool jetzt konfigurieren. Da kann ich jetzt einen Namen angeben. Ich nehme jetzt mal F4 Analytics ist der Schnack. Und dann, das Wichtigste für GA4 ist, man muss die GA-ID, die Measurement-ID angeben, damit Gentis weiß, wohin soll überhaupt getrackt werden. Gentis bietet dazu auch ganz ein tolles Video an, wo man dann sieht, wo findet man überhaupt die GA-ID. Ich sage jetzt, meine GA-ID ist 1356 zum Testen. Dann gibt es noch ein paar Advanced Settings, die optional sind. Und zwar erstellt Gentis automatisch, wenn man ein neues Tool anlegt, gewisse Standard-Tags. Das sind jetzt, man kann das hier aufklappen auch, das sind jetzt hauptsächlich ganz viele E-Commerce-Tags, weil halt hier schon die ganzen Standard-Variablen und Trigger für diese E-Commerce-Events vorangelegt sind. Es ist auch hier der Page-View, der automatisch angelegt wird. Und dann gibt es noch ganz viele andere Dinge. Wir werden aber diese Tags alle rauslöschen. Aber das heißt, das ist ganz praktisch, weil jetzt da beim Server-Side GTM muss ich, nein, andersrum, im Web GTM lege ich ja alle diese Tags dann wieder an und da gibt es halt dann auch wieder verschiedene Möglichkeiten und je nachdem welches Shopsystem und so weiter, jeder macht es immer ein bisschen anders, das gibt sehr viel Flexibilität und ist aber halt auch immer mühsam, weil es ein manueller, einmaliger, aufwendiger Prozess ist. Man kann mit Import, Export ein bisschen sparen. Aber halt der Vorteil ist, jetzt bei Gentis, diese Tags sind einfach vorausgewählt. Speziell für Shops jetzt eigentlich ganz praktisch, dass ich sie nicht selbst anlegen muss. Spart ein bisschen Arbeit. Genau, richtig. Es wird halt quasi, wie wenn beim Google Tag Manager standardmäßig irgendwas importiert werden würde, wird halt hier automatisch standardmäßig diese Tags angelegt. Man hat aber trotzdem die Flexibilität, dass man jederzeit auch im Nachgang alles rauslöscht, alles ändert, Variablen anpasst und so weiter. Also die Flexibilität ist immer gegeben. Aber für ein Standard-Setup ist es halt praktisch, wenn schon mal die Tags da sind und das automatisch angelegt wird. Sehr cool. Das nächste, das ich auswählen kann hier ist, also ich habe jetzt gesagt, ich will jetzt die Tags alle rauslöschen, ich will nur den PageView-Tag fürs Erste. Und den Rest mache ich mir selber, ich will jetzt nur den PageView automatisch anlegen lassen. Und als Nächster gibt es den Vendor und der Vendor ist zuständig für die Verknüpfung zum Content-Management-System. Das heißt, im Content-Management-System, also im Legal Hub bei Gentis kann ich Vendoren definieren, das sind quasi die Tool-Anbieter, in dem Fall ist es Google Analytics, die dann verknüpft werden mit der CMP, mit dem Cookie-Banner, ob es getrackt werden darf oder nicht. Es ist standardmäßig ist es immer mit Google Analytics 4, Tool ist automatisch mit dem Google Analytics 4 Vendor verknüpft, also das ist optional, da wird man auch nichts ändern in den meisten Fällen. Und dann kann man hier unten noch, das sind vielleicht zwei interessante Dinge für Google Analytics 4, Konstanten, also Werte definieren, die übernommen werden für die Konfiguration. Einmal der Debug-View-Mode. Ich könnte global sagen, hier jetzt angeben, ich möchte, dass alles, was über dieses Tool getrackt wird, immer im Debug-Mode ist. Das heißt, es erscheint in GA4 dann immer in der Debug-View, Debug-Mode-View, diese Events. Wird in der Realität nur sinnvoll sein fürs Testing, wenn man gerade neue Tags macht, die man dann dort überprüfen will, normalerweise lässt man das Feld leer. Aber was schon interessanter ist, ist die Ignore Referral List. Ich kann hier eine Liste an Domains angeben, die dann
nicht als Referral getrackt werden in GA4. Also die Verweisausschlussliste. Genau, richtig. Okay, zu der kommen wir dann noch, aber wir merken uns das Feld in der Tool-Konfiguration. Perfekt. Perfekt, dann gibt es hier wieder eine Übersicht, wo man nochmal kontrollieren kann, was ich eingestellt habe, und dann sage ich Create Tool. Dann bin ich auch schon fertig. Dann gehen wir zurück in die Overview. Und nachdem ich jetzt links oben im Filter ausgewählt habe, nur diesen neuen Container, den wir angelegt haben, haben wir jetzt auch nur dieses eine Tool, das wir diesem Container zugewiesen haben, hier in der Tool-Übersicht. Perfekt. Der nächste Schritt, jetzt gehen wir erst in den eigentlichen Tag Manager und legen dort unseren ersten Tag an, beziehungsweise einen Tag gibt es schon, der wurde automatisch angelegt jetzt. Das ist der Page View Tag, wo man sieht, der Trigger ist ein normaler Page View. Es läuft Server-Side und da kann man jetzt einmal reinschauen, klicke ich doppelt drauf. Genau, und vielleicht nur ein Wort zum Content Management, weil das haben wir auch im vorherigen Video erwähnt. Das Coole ist ja, dass es diesen Legal Hub gibt. Das heißt, man verbindet jetzt die CMB, also zum Beispiel Cookiebot oder User-Centrics mit Gentis. Und dann muss man sich im Tag Manager selber, also bei den Tags, nicht mehr um dieses mühsame Content Management kümmern, weil das alles quasi der Legal Hub dann automatisch übernimmt, und das macht das Setup halt sehr bequem. Und deswegen ist es auch okay, wenn ich jetzt hier einen All Pages Trigger einfach verwende. Genau, richtig. Ich muss mir jetzt hier beim Trigger nicht darum kümmern, ob es jetzt Consent gibt oder nicht. Ich brauche keine Blocking-Trigger, ich brauche keine Triggergruppe, so wie im Google Tag Manager, sondern ich sage einfach Page View und Gentis kümmert sich darum, dass das zum richtigen Zeitpunkt und nur dann gefeuert wird, wenn es auch Consent gibt. Perfekt. Jetzt gibt es diesen standardmäßigen Page View Tag. Den schauen wir uns einmal kurz an. Den könnte man jetzt halt anpassen, wenn man das möchte, aber es ist mal gut zu sehen, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Der Eventname, das ist ja Google Analytics 4, alles ist ein Event und hat einen Eventnamen, der standardmäßig Page View heißt. Das ist vordefiniert. Und dann gibt es hier die Möglichkeit, Custom Dimensions und Custom Metrics anzugeben. Also ich kann hier eine Event Scope Custom Dimension einfach hinzufügen mit dem Namen und dem Wert. Da kann ich hier Variablen verwenden und kann hier aus vielen vordefinierten Variablen auswählen oder meine eigenen Variablen erstellen und dann hier verwenden und dann Custom Dimensions übergeben. Und jetzt sind da die Event Scoped und die User Scoped Custom Dimensions und Metrics. Was ist mit dem Product Scoped? Oder Item Die Scoped? Product Scopes gibt es erst weiter unten, beziehungsweise im Standard Page View Template gar nicht, weil beim Page View hast du keine Produkte, die du übergibst, aber wenn du die E-Commerce Templates verwendest, angenommen jetzt ein Add to Cart, dann gibt es hier unten dann noch eine Option mehr, wo dann steht Products, wo du dann die Produkte, beziehungsweise wenn man jetzt im Data Layer von GTM spricht, die I des Items Array konfigurieren kannst, wo du die verschiedenen Produktparameter und eben auch die Custom Item Scoped Dimensions hinzufügen kannst. Perfekt. An alles gedacht. Genau. Also das ist die Basiskonfiguration mit den Eventnamen. Standardmäßig ausgefüllt ist immer die Measurement-ID. Da wird die G-ID aus der Tool-Konfiguration übernommen. Könnte man hier überschreiben, wenn man das möchte. Macht wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht so viel Sinn. Und die Custom Dimensions. Aber es gibt halt hier auch noch die Advanced Tag Configuration. Und das ist jetzt wieder ein Riesenvorteil von Gentis, dass man wirklich alle Daten, die dann geschickt werden an Google, nochmal konfigurieren, anpassen oder rauslöschen kann. Und zwar zum Beispiel alle Metadaten, die Google normalerweise mit dem G-Tag automatisch erfasst und einfach so an Google schickt, das bekommt man im Google Tag Manager gar nicht mit, weil das passiert alles im Hintergrund, kann ich hier aber angeben. Und zwar gibt es hier ganz viele verschiedene Variablen für den User Agent, User Agent Plattform, Architecture und Full Version List, ganz viele verschiedene User Agent Dinge. Die Auflösung des Bildschirms vom User, dann gibt es nochmal User Agent. Und dann gibt es aber auch so Dinge, die automatisch im Hintergrund passieren, wie eben die Ignore Referrer Parameter. Hier ist automatisch aber die Variable hinterlegt, die wir gerade in der Tool-Konfiguration gesehen haben. Dort konnten wir ja die verschiedenen Domains hinterlegen, bei denen das nicht als Referrer, also Verweisausschlussliste, die ausgeschlossen werden von den Verweisen. Und hier ist eine Variable automatisch hinterlegt, die halt den Parameter dann automatisch setzt, wenn es eine Domain ist, die in dieser Liste ist. Perfekt.
Also das heißt super viel Flexibilität und das, was wir ja auch im vorherigen Video gesagt haben, dass man halt mit Gentis nochmal alles sehr schön anpassen kann und so weiter. Genau, da gibt es noch ganz viel mehr. Und dann gibt es eben auch noch die Session. Da kann man ja auch noch die Art und Weise, wie die Session überhaupt zustande kommt und wie sie berechnet wird, könnte man hier anpassen. Auch das First Visit Parameter, der mitgegeben wird, wenn User das erste Mal auf die Website kommen. Das passiert auch alles da in Gentis und eben nicht im Hintergrund wie bei Google, sondern man kann es halt hier wirklich selbst konfigurieren, wenn man das möchte. Muss man aber natürlich nicht. Perfekt. Dann haben wir hier noch eine andere Besonderheit und zwar kann ich in den Event Properties auch das Conversion Flag setzen. Das heißt, ich kann hier angeben, ob dieser Tag, dieses Event, das geschickt wird an Google Analytics, ob das eine Conversion sein soll oder nicht. Ich glaube, jetzt müssen wir einen Exkurs rüber zu Google Analytics 4 machen, weil ich glaube, ich habe die Connection schon gefunden oder erkannt. Ich als Nicht-Profi. Und zwar ist es ja mit Gentis dieser Spezialfall, dass alle Einstellungen, die man, oder sehr viele Einstellungen, die man hinten im Backend von GA4 macht, dass die mit Gentis nicht funktionieren, wie zum Beispiel halt das Conversion Markieren. Also das Conversion Markieren selbst machst du ja bei den Ereignissen einen Step drüber. Und da laufen jetzt alle diese Ereignisse an, die wir dann auch konfigurieren, wie zum Beispiel den Page View, aber auch Custom-Ereignisse, irgendwelche Conversions eben. Und dann kann man dann ganz rechts in der Tabelle sagen, als Conversion markieren. Und das kann man mit Gentis markieren. Das Ding ist, die Conversions landen ja dann niemals in dem Bereich darunter, bei den Conversions, wo du gerade warst, weil das eine Einstellung hinten im G-Tag ist und den verwendet ja Gentis zumindest nicht clientseitig, sondern Gentis hat den ja nachgebaut, wie du vorhin erwähnt hast, und ladet den halt oder serverseitig oder führt den serverseitig aus sozusagen. Und deswegen sind diese ganzen Einstellungen da nicht möglich. Also es passiert dann einfach nichts. Genau, und da muss man halt diesen Hintergrund auch wissen, oder man muss ihn nicht wissen, aber man muss es verstehen, dass halt viele Einstellungen, die man in GA4 tätigt, nicht in GA4 passieren, sondern eigentlich nur dazu da sind, um diesen G-Tag, um diesen Code, der auf der Website, dann auf der eigenen Website geladen wird, damit der beeinflusst wird, wie der funktioniert. Das heißt, alle Einstellungen, wie halt zum Beispiel auch das Markieren einer Conversion, passiert gar nicht in GA4, sondern das passiert schon währenddessen das Event gesammelt wird auf der Website. Das heißt, im Browser vom Nutzer wird das Event anders an Google geschickt, wenn es als Conversion markiert ist, als wenn es nicht als Conversion markiert ist. Bei Gentis haben wir das Problem, der Gentis verwendet jetzt nicht den G-Tag oder den Code, den Google zur Verfügung stellt, sondern will ja selbst bestimmen, was gesammelt wird. Man kann ja selbst konfigurieren, wie das alles funktioniert. Und deswegen muss man auch selbst in Gentis konfigurieren, wie Conversions gesammelt werden, wie Conversions getrackt werden. Und dazu gibt es in Gentis dann eben dieses Conversion Flag, wo ich hier sagen kann, dieses Event, markiere mir dieses Event als Conversion. Immer dann, wenn hier eins steht. Wenn ich das nicht mache, dann werden die Events werden natürlich trotzdem getrackt, aber halt als normales Event. Das heißt, sie laufen dann in der Google Analytics unter Ereignisse ein. Man kann sie hier auch als Conversion markieren, aber sie werden trotzdem nicht unter Conversions aufscheinen, solange nicht in Gentis auch dieses Flag auf 1 gesetzt ist. Und aber eigentlich jetzt zum Beispiel für die Verknüpfung mit Google Ads ist es schon wichtig, dass hier die Conversion als Conversion auch aufscheint, weil sonst kann man sie dann wieder in Ads nicht für die Anzeigenoptimierung etc. verwenden. Und das gilt jetzt aber jetzt nicht nur für die Conversion, sondern du hast vorhin ja auch die Verweisausschlussliste genannt. Das sind alle, also gilt auch für alle Einstellungen, die man hier im Datenstream macht. Das gilt für die optimierten Analysen. Die sind nämlich hier jetzt da in dieser Gentis Property deaktiviert, weil die funktionieren mit Gentis so nicht, weil sie über den G-Tag geladen werden, clientseitig, und Gentis ist 100% Server-side. Aber auch alle Einstellungen, die man hier dann im Backend in diesem Google Tag macht. Da braucht man nichts eintragen, die kann man einfach ignorieren und stattdessen basiert alles direkt im Gentis Tag Manager. Die Verweisausschlussliste haben wir gesehen und viele von den Einstellungen, die wir jetzt hier sehen in GA4, die hast du uns ja jetzt auch schon im Gentis Tag Manager gezeigt. Das sind die verschiedenen Parameter-Dinger gewesen.
Genau, richtig. Also sowohl das Definieren von internen Traffic, also IPs, die als Internet-Traffic festgelegt werden sollen, die Verweisausschlussliste, all das muss in Jenkins konfiguriert werden und kann hier ignoriert werden. Aber halt auch so Dinge wie die Sitzungsdauer oder die Cookie-Einstellungen, bei Cookie-Einstellungen ist es vielleicht noch logischer, das gibt es halt dann nicht mehr, weil es gibt keinen Cookie mehr von Google, sondern das passiert alles bei Jenkins. Aber auch so Dinge wie Cross-Domain-Tracking werden dann einfach direkt in Jenkins konfiguriert und nicht mehr über diese Google-Settings. Man muss das nur wissen, weil man kann natürlich trotzdem hier was konfigurieren, muss sich aber bewusst sein, dass was hier konfiguriert ist, hat keinerlei Auswirkung. Also wenn man glaubt, man kann hier jetzt eine Domain für Cross-Domain-Tracking hinzufügen und wundert sich dann, warum es nicht funktioniert, dann ist deswegen, weil es halt in Jenkins nicht konfiguriert ist, weil diese Einstellungen keine Auswirkung auf Jenkins haben. Genau. Ja, und so wie du gesagt hast, eben auch die optimierten Analysen, das heißt das automatische Erfassen von Scroll-Tracking, Form-Submit und so weiter, alles was es halt von GA4 automatisch gibt, was hier sehr praktisch ist, gibt es auch bei Jenkins nicht. Das heißt, man muss diese ganzen Trackings in Jenkins nochmal nachbauen und kann es hier deaktivieren, weil eben dieses automatische Tracking von Google nicht verwendet wird. Ja, wobei diese optimierten Analysen bestimmt dann auch demnächst als Tag-Template, sage ich mal, zur Verfügung stehen werden. Also es gibt es jetzt vielleicht noch nicht und momentan muss man es noch händisch machen. Aber das sind Dinge, die halt kommen werden. Genauso wie GA4 sich immer noch sehr viel weiterentwickelt, entwickelt sich halt auch Jenkins immer wieder weiter. Und ganz wichtig, es gibt ja auch hier die Einstellung Ereignis erstellen, dass man Events direkt in GA4 erstellen kann. Und auch das funktioniert halt dann mit Jenkins nicht, sondern muss man direkt im Jenkins Tag Manager machen. Also wichtig, die Datenerfassungseinstellungen in GA4 kann man ignorieren. Das macht man alles dann im Jenkins Tag Manager und die anderen Einstellungen, wie zum Beispiel die Datenaufbewahrungsdauer auf 14 Monate hochdrehen, das ist ja wieder eine Einstellung, die direkt bei Google passiert, wie lange unsere Daten gespeichert werden, das kann man oder muss man natürlich weiterhin in GA4 machen. Es geht wirklich nur um die Dinge, um die Datenerfassung. Genau, richtig, ja. Perfekt. Ja, im Prinzip sind das mal alle Einstellungen, die jetzt wichtig sind und die man machen kann für die Tags. Dann können wir speichern. Endlich speichern, wir wollen Daten sehen. Also, dann machen wir das. Speichern. Dann haben wir jetzt hier unseren Tag mit unserem Trigger und wenn wir jetzt hier einmal auf Publishen gehen, dann können wir diese Änderungen auch testen. Ich schalte jetzt zum Testen um auf den anderen Container. Dann gehen wir in die Preview und öffnen einmal die Analytics-Kiste. Dann sehen wir hier die Vorschau, wo wir jetzt sagen können, das ist unsere URL, unsere Test-URL, die automatisch hinterlegt ist. Start Debug Session und dann öffnet sich die Website. Wenn ich dann zurückgehe in Jenkins, sehe ich hier ähnlich wie bei dem Google Tag Assistant alle Tags, die gefeuert wurden. Ich filter hier jetzt einfach mal auf Google Analytics 4. Dann sehen wir hier, es wurde der Page View gefeuert und wenn ich da draufklicke, kann ich auch nochmal sehen, welche Parameter wurden hier gefeuert, was wurde übergeben, welche Variablen und alles, was ich irgendwie konfiguriert habe, sieht man hier nochmal zusammengefasst, die ganzen Details dazu. Das Spannende ist jetzt, hat das funktioniert, hat das nicht funktioniert? Dazu gehen wir jetzt in die Property zurück und gehen in die Echtzeitansicht. Juhu! Wir haben mehr als uns als Nutzer drauf, deswegen sehen wir nicht nur uns, sondern ein paar mehr. Yes. Aber perfekt. Das heißt, die Daten, also du hast jetzt dann, wir sind ja jetzt nur in der Preview, aber wenn wir jetzt dann auch noch publishen, dann ist der Code ja live, genauso wie jetzt mit dem Google Tag Manager und die Daten fließen munter und fröhlich in die Echtzeit ein. Und dann sehen wir auch schon eine schöne Overview in dem Echtzeitbericht. Genau, richtig. Moment, ich habe ein Klatschen.
Und wenn wir uns jetzt dann noch die Daten anschauen, wenn du in den Bericht-Snapshot einen Bericht drüber gehst, nur drei Blicke auf die Daten. Dann ist ja jetzt der große Vorteil an Gentis, dass, und hast du parallel die kleinzeitige Property offen? Dann mach das bitte noch schnell auf. Das cutten wir einfach raus. Und dann gehen wir mal zurück in die andere. Genau, und dann sehen wir jetzt hier zum Beispiel letzte 28 Tage, dass wir 1784 Nutzer haben. Und wenn du im Vergleich in die kleinzeitige Property reinspringst von Google Analytics 4, die wir halt zu Testzwecken auch noch haben, dann sehen wir 1929 User. Und aber jetzt nicht, weil Gentis weniger Daten erfasst oder das höchst dramatisch ist, sondern weil ja Gentis den User oder halt das serverseitige Tracking den User besser wiedererkennt. Und wenn jetzt da meine User regelmäßig oder die User regelmäßig auf meine Website kommen, dann werden die halt zusammengefasst und sind halt nicht so viele neue Nutzer oder generell halt dann Nutzer. Deswegen top, hat funktioniert. Juhu. Und das sieht man dann auch in den Customer Journeys, aber die sind jetzt mit GA4, die schauen wir uns da jetzt vielleicht in einem anderen Video an. Aber der Vorteil ist ja auch einfach jetzt der Datenqualität. Wir können den User besser wiedererkennen, wir können die ganze Customer Journey vom User abbilden und deswegen ist einfach einen viel besseren Blick auf die Daten oder einen viel realistischeren Blick auf die Daten haben, als wenn wir halt so eine kleinzeitige Implementierung haben. Und das ist der große Vorteil. Sehr gut.